Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rise of Industry, unserem Wurzelaufbau-Simulationsspiel. Unsere Apfelplantage läuft und ich würde jetzt gerne noch eine weitere bauen. Das heißt, wir gehen mal hier wieder hin und bauen als erstes mal den Obstgarten. Und nicht zu nah an die Stadt, das haben wir ja schon gelernt. Aber das macht natürlich auch nichts, wir haben ein bisschen Platz gespart. Schauen wir mal hier hin. Ein Feld, zwei Felder, drei Felder. Und jetzt brauchen wir wieder Wasser, das kennen wir schon. Da würde ich es gerne mal mit nur einem... wo war es denn hier? Mit nur einem Saugdingen probieren. Mal gucken, ob das reicht. So. Und jetzt natürlich wieder alles mit Wegen verbinden und dann entsprechend sagen, was wohin soll. Das würde ich jetzt mal so machen. Und so machen. Und so machen. Kurz die Zeit anhalten, dann wollen wir mal gucken, was wollen wir anbauen. Also der Bedarf an Grapefruit geht gerade runter, deswegen würde ich sagen, wir setzen mal auf Orangen. Setzen. Dann müssen wir hier noch sagen, Destination, das ist dann Farm Nummer 2. Und hier soll verkauft werden auf dem lokalen Markt. Damit haben wir den zweiten Hof auch eingerichtet. Und jetzt die Frage, ob dann vielleicht sogar ein Pumpwerk reicht. Das sehen wir dann gleich. Da kommt der LKW gefahren. Kann man sich auch ein bisschen hier so dabei angucken. Und ich finde das schön entspannt, das Spiel hier. Hier ist das erste Feld. Vielleicht das zweite und dann sehen wir, ob das reicht. Also wenn der Balken hinten angekommen ist und das dritte Pferd fängt an zu arbeiten, dann reicht es. Könnte ganz knapp werden. Wir wollen natürlich auch sparsam sein. Seht ihr das hier am Geld? Wir müssen drauf gucken, obwohl wir Millionen auf dem Konto haben. Ja, es reicht genau. Also drei Felder reicht eine Pumpstation. Das heißt, sobald wir den Skill freigeschalten haben mit noch mehr, also mit einer Pumpstation mehrere Höfe, können wir hier noch einen weiteren Hof hinbauen. Äpfel... Nachfrage sinkt, Orangen-Nachfrage sinkt, aber insgesamt sollten wir dann gleich im Positiven sein, das hoffe ich zumindest. Und das sehen wir hier, ne? Also wir haben jetzt hier in diesem Monat, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr ausgegeben für die Gebäude, deswegen sind wir jetzt im Moment negativ. Das sollte dann im nächsten Monat natürlich entsprechend besser sein. Hier, der Kollege, der hat jetzt hier einen kleinen Forstbetrieb aufgebaut, der hat sich also auf eine andere Sache spezialisiert, was gar nicht mehr so schlecht ist. Und wir können jetzt überlegen, und eine Papermill hat er auch schon gebaut. Das heißt, der verbraucht, der baut jetzt hier direkt... Eieieiei, der legt richtig los. Der baut jetzt wirklich die nächsten Produktionsschritte. Sollten wir auch überlegen, wie wir das hinbekommen. Denn, nehmen wir ein Beispiel. Wir wollen jetzt zum Beispiel eine Food Factory machen. Da können wir aus den Orangen zum Beispiel, könnten wir da Orangensaft machen. Ja, wir ahnten schon, was brauchen wir dafür? Richtig. Wir brauchen Papiertüten. Wir gucken uns mal die Rezepte an. Wenn wir zum Beispiel sagen, Food Factory, Käse, brauchen wir Milchtüten. Teig. Auch hier, ne? Dieses Smoothie, Karton und Milch. Da sehen wir schon. Also wir müssen auf jeden Fall, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall auch in die Holzindustrie gehen. Oder wir gehen auf Tiere und stellen Käse her. Das wäre eine Option. Dem haben wir noch einen Punkt hier in dem Bereich. Aber Livestock können wir erst ab Level 3. Das ist natürlich jetzt so ein Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel...
den Teig herstellen wollen, dann geht das in der Food Factory. Das geht mit Getreide und Wasser, also das würde gehen. Okay, wir machen die Crop Farm. Oh, das macht Spaß. Ich finde das total geil. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich cool. So, bauen wir mal. So, Crop Farm. Und die würde ich jetzt auch hier in die Nähe bauen. Eventuell können wir da demnächst dann Synergieeffekte nutzen. So, Feld Nummer 1. 2, 3. Okay, so, dann brauchen wir wieder. Das ist wirklich jetzt blöd, aber das geht demnächst, geht das besser. Im Moment geht es halt nur mit so vielen Gebäuden. So. Ich weiß gar nicht, was das Basisgut war. Äpfel von der einen Fabrik, ne? Genau, ja. Das ist nicht so schön. Warte mal, das machen wir wieder weg. So. Und so. Genau. Ist wieder hier. Destination. Farm. Weizen. Damit wird die Weizenfarm hier versorgt. Was ist das denn hier? Wieso macht der hier seine Mine mitten in den Weg? Genau da, wo ich mein Wasser holen wollte. Es ist ja wohl eine Frechheit hier, sondersgleichen und alles. So, Produktion von dem Wasser läuft, Weizen läuft. Das heißt, als nächstes könnten wir dann eine Teigfabrik machen. So, dazu brauchen wir die Lebensmittelfabrik. Food Factory. So. Genau. Und je mehr wir in den Fabriken bauen, desto schneller geht es auch voran. Und da würde ich sagen, die bauen wir mal. Und die ist richtig teuer. Und das ist jetzt auch das nächste. Die braucht auch Wasser. Oh, Jesus. Wie kriegen wir denn da das Wasser hin? Wir machen das mal so. Und dann wollen wir hier herstellen Käse. Nein. Orangensaft. Oh nein, wir müssen das Rezept erst freischalten. Ah, oh, habe ich auch nicht dran gedacht. Na toll. Können wir denn von einem Wettbewerber hier Kartonagen uns organisieren? Ich glaube nicht. Käse, dazu würden wir Milch brauchen. Orangensaft könnten wir als nächstes versuchen. Ah, dann müssen wir weg in die Papierindustrie. Können wir nicht von unserem Wettbewerber hier? Kannst du mir nicht was verkaufen, Kollege? Das wäre total nett, du. Ja, blöd. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch in das Gathering einsteigen und dann ihr ein Lumberyard bauen. Aber das ist der Industriezweig, den ich habe. Wir müssen mal hier jetzt erstmal diese Punkte erspielen, dadurch, dass wir hier die anderen Sachen alle sammeln. Aber die Fabrik steht schon mal und kostet Geld. Toll, Gadrul. Das hast du ganz hervorragend hinbekommen. Was können wir denn mit dem Weizen noch machen? Solange, wir müssen ja irgendwie den... Ja, guck mal hier mit dem Holz, da können wir die ganzen Möbel und so machen. Das ist natürlich auch schon... Kann man das vielleicht hier sehen? Wheat? Ja, hier sieht man, wie wir den da hinbekommen. Ja, okay, okay, passt, passt, passt. Gut, also. Sehen wir hier, müssen wir jede Menge mehr machen, noch von unseren Höfen, damit wir die ganzen Punkte erspielen können. Schauen wir mal, wie es mittlerweile aussieht. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wir haben absolut hinreichend Wasser, viel zu viel eigentlich schon. Was dafür spricht, dass wir hoffentlich hier demnächst mal wieder einen Punkt bekommen. Wollen wir denn jetzt überhaupt noch einmal Logistik, ne?
Frackdepots. Was wäre denn... Ich überlege gerade, wenn wir... Das können wir mal probieren. Ich weiß nicht, ob das geht. Und zwar, meine Idee ist folgende. Wir setzen ein Trackdepot. Hier vorne hin macht Sinn, ne? Und wir setzen ein Trackdepot. Das haben wir uns aber wirklich zugebaut hier schon. Hier hin. So, folgende Idee. Wenn wir jetzt von dem Wasserding hier... Achso, wir haben auch da keine weitere Destination. Aber wenn wir das jetzt auf Trackdepot setzen... So. Okay, pass auf. Jetzt wird das Wasser in das Truckdepot geliefert. Und von hier liefere ich Wasser zu dem Hof. Das geht nicht. Die Schweine. Das wäre clever gewesen. Naja, gut. Habe ich halt eine tolle Idee gehabt, hat nicht funktioniert. So, okay. Farm. Wo war denn hier? Äpfel, ne? Genau. So. Ja, was können wir in dem Truckdepot machen? Da können wir halt Sachen sehr schnell von A nach B verschieben. Oder halt über die halbe Welt verschicken. Aber offenbar nicht die Rohmaterialien. Okay. Haben die Entwickler mitgedacht und sich überlegt, wie können wir den Garderol maximal seinen sogenannten cleveren Ideen stören. Wir brauchen also als nächstes auf jeden Fall hier in dem Bereich, wir brauchen in der Industrie die Papiermühle. Wir brauchen den Lumberyard, damit wir Holz abbauen können. Eieieiei. Gut, wir lassen mal die Zeit ein bisschen vorlaufen und schauen derweil mal, was unsere Höfe machen. Ist ein ganz bisschen knapp mit Wasser hier, würde ich sagen. Aber zu viel ist ja auch nicht gut. So, was ist hier mit Wasser? Ja, also zwei ist eigentlich ein bisschen was viel. Einer ist was wenig, so kann man es offenbar sagen. Und wir haben natürlich insgesamt jetzt Verlust, weil wir hier diese teure Fabrik haben, die keine Kartons herstellen kann. Und auch das müssen wir freischalten, dass wir mehrere Destinations setzen können. Ich gucke mal eben kurz, was passiert, wenn wir an die Fabrik liefern. Ob die vielleicht sich selber dann Papier holt oder ob die jetzt einfach nur die Äpfel da reinschmeißt, die Orangen. Na, die schmeißt nur die Orangen da rein. Ist natürlich nicht gut. Also verkaufen wir weiterhin an den Markt. Seht ihr, 6.000 kostet jeden Monat und bringt nichts ein. Also das ist echt... ein Problem. So. Ja, und er hat es hier schon aufgebaut. Und das ist das, was wir jetzt hier quasi als nächstes machen müssten. Und damit das funktioniert, brauchen wir weitere Forschungspunkte, die wir uns dann erarbeiten müssen. Aber ihr seht, das ist schön laid back hier. Und hier, der macht da seine Mine hin und kommt da wahrscheinlich auch nicht weiter, weil ihm irgendwas fehlt, ne? Weil wir ihn hier komplett eingeschlossen haben. Was ist das hier? Kohle. Kohlemine. Ist das eine Kohlemine? Nee. So. Genau. Also da arbeiten wir jetzt gerade noch hin. Ihr seht, das geht ziemlich langsam, weil wir da wenig machen. Da wir jetzt ziemlich viel Farming haben... und auch Farming spezialisiert sind, geht das natürlich schneller. Das heißt, wir könnten eigentlich uns darauf weiter spezialisieren. Wir können aber hier im Moment nur Weizen und so weiter anbauen. Das ist natürlich auch ein bisschen dünn. Deswegen würde ich vorschlagen, wir lassen erstmal die Zeit ein bisschen weiterlaufen. Das bringt uns natürlich jetzt ein bisschen in die Verlustzone rein. Das ist ein bisschen doof. Nehmen wir mal gucken hier.
Ist auch gerade so zwei Felder. Also Wasser haben wir auch nie genug. Das wäre natürlich besser, wenn wir das ein bisschen variabler hier ausnutzen können. Ihr seht auch, es sind sehr viele LKW. Also das kann man dann auch mit LKW-Logistik lösen. Das alles und mehr seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin lasse ich ein bisschen die Zeit vorlaufen. Und dann sehen wir uns da hoffentlich wieder in Rise of Industry. Ihr könnt es selber spielen. 18% sparen, indem ihr ja unseren Link benutzt in der Videobeschreibung. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in Rise of Industry. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.